viel Geburtstagspost aus Bayern. Ein Brief von Edmund Stoiber zum Beispiel. Er ist ja für Endbürokratisierung zuständig, aber nicht sehr erfolgreich. Benedikt zeigt Humor. Er sei mit seiner Gesundheit zufrieden und sein Rücktritt sei genau richtig gewesen, verrät er in kleiner Gesprächsrunde. Draußen vor der Tür noch einmal Geburtstagswünsche und ein Ständchen. Seit seinem Rücktritt meidet der Papst öffentliche Auftritte. Jetzt greift er noch einmal zum Mikrofon. So danke ich euch herzlich für diese Gegenwart Bayerns, die mir vermittelt. Eines Bayern, das weltoffen, lebendig, fröhlich ist, aber doch eben es deswegen sein kann, weil es im Glauben eine Wurzel, einen festen Grund hat. Und dann endlich das Geburtstagsbier aus Bayern. Mit 90 Jahren schmeckt das eben besonders gut. Vielleicht mal wieder den Sonne. Vielleicht sind alle herzlich. Alles Gute. Liebe Vater, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und viel Gesundheit im neuen Lebenssatz. Okay. Ich bringe die Grüße aus Wolfertshausen. Wolfertshausen. Und besonders von Frau Haff. Ja, ja. Hat mir extra aufgetragen. Ich schreibe von mir, ja. Stolperland. Ja. Ich bin 2 Jahre älter als Sie. Ich ist nur ganz kurz. Kraftvoll, ja. Ist nur ganz kurz bei Land. Ganz herzlich. Ja, mache ich. Ich darf Ihnen von ihr das Kopier übergeben. Das hat sie extra geschrieben für Sie. Das ist mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit für 90 Jahre, die mir der liebe Gott geschenkt hat. Da waren auch Prüfungen in schweren Zeiten. Aber in allem hat er mich immer wieder weitergeführt, herausgeholt, sodass ich weitergehen konnte und von Dank erfüllt bin. Vor allem dafür auch, dass er mir eine so schöne Heimat geschenkt hat, wie sie jetzt unter euch da ist bei mir. Bayern ist schön von der Schöpfung her, also ganz schön doch erst auch. Dadurch, dass die Kirchtürme da sind, die Häuser mit den Balkonen, mit Blumen, die Menschen, die gut sind. Es ist schön, dadurch, dass man um Gott weiß und weiß, dass er die Welt geschaffen hat und dass sie recht ist, wenn wir sie mit ihm gestalten. So danke ich euch herzlich für diese Gegenwart Bayerns, die mir vermittelt. Eines Bayern, das weltoffen, lebendig, fröhlich ist. Aber doch eben es deswegen sein kann, weil es im Glauben eine Wurzel, einen festen Grund hat. Euch allen vergelt's Gott, vom Landesvater angefangen, bis zu euch allen. Freue mich, dass wir uns so schön beim blauen Himmel Roms versammeln konnten, der doch an den weiß-blauen Himmel von Bayern auch erinnert. Am Schluss ist der gleiche Himmel. Ich wünsche euch allen viel Segen Gottes, bringt meine Grüße mit nach Hause, wie dankbar ich bin, wie gerne ich in meinem Herzen immer noch in Bayern herumwandern und lebe und hoffe, dass so bleiben wird. Vergelt's Gott. Ich bin ein Minden Segen. Sit nomen Domini Benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.